Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Kitsche. Wir sind hier in der Himmelsfeste und waren gerade bei Helisma, hatten aber nichts abzugeben an Kreaturforschungsgegenständen. Dann gehen wir einen Stockwerk höher. Ja. Mal gucken. Ach, kleine Freunde. Schmupis der Zweite ist mit seinem Futter immer und noch immer unzufrieden. In die Vorratskammer zu kommen, so. Haben so wir auch einen Papagei, ein Schlingel, oder was? Ja. Ach nee, der winselt aber nicht, unser Papagei. Klößchen. Oh je, oh je. Tja. Das sind Nacks offensichtlich. Aha, also eine Nacksfreundin. Liliana, offensichtlich. Ist sowieso, glaube ich, auch eine Tierfreundin. Ja, ja. Macht sie sympathisch, finde ich. Na, Liliana, wie schaut's? Es tut mir leid. Ja, mir auch. Die Namen derer, die wir verloren haben. Ihr gebt bestimmt mir die Schuld daran. Ach, natürlich nicht. Quatsch. Korypheus. Wir alle haben gesehen, wer uns angegriffen hat. Wir wissen genau, wer die Schuld daran trägt. Ich frage mich immer wieder, was ich hätte anders machen können. Als die ersten meiner Späher verschwunden sind, habe ich die anderen zurückbeordert, um erst auf weitere Informationen zu warten. Wären sie weiterhin im Einsatz gewesen, hätten sie uns mehr Zeit verschaffen können. Ach, und wären tot gewesen. Ja. Ich hatte Angst, meine Spione zu verlieren. Und so haben wir stattdessen Haven verloren. Tja. Nun kann man sagen, ihr sorgt euch um eure Leute. Ja, sonst hätten wir beide verloren. Ja. Das finde ich... Genau. Viel wahrscheinlicher ist, dass sie dort draußen gestorben wären und wir Haven dennoch verloren hätten. Das könnt ihr nicht wissen. Ihre Leben hätten Haven eine kleine Chance verschaffen können. Meine Leute wissen, was ihre Pflicht ist. Sie kennen die Risiken. Sie sind sich bewusst, dass sie im Dienste der Inquisition möglicherweise ihre Leben opfern müssen. Aber nicht sinnlos. Sie sind nicht entbehrlich, also wirklich. Genau. Unsere Leute sind keine Werkzeuge, die man benutzt und dann wegwirft. Eure Instinkte waren richtig. Ihre Leben sind von Bedeutung. Können wir uns derartige Sentimentalitäten wirklich leisten? Was, wenn Korypheus... Wir sind besser als Korypheus. Na. Das wollen wir doch schwer hoffen. Na, wirklich. Noch irgendwas hier? Da hinten ist noch was. Was zum Lesen. Ja. Ein Codex-Eintrag. Gut. Schwester Liliana wird Zugang zu den Vögeln haben wollen. Bringt die Käfige hier rauf. Rasch. Fuck. Rechts. Ja, was ist denn mit Baron Adlerherz los? Ein böses Mistvieh? Ja. Ja, das ist typisch Liliana. Das ist ganz wirklich sehr sympathisch. Ja. Ist keine Blutmagie, Mensch. Natürlich nicht. Stellreisepunkt. Nein, wollen wir jetzt mal nicht.
Nee, erstmal. Wir kennen es ja noch nicht richtig aus, obwohl meine Bibel hat es ja schon mal gespielt. Deswegen kennt er sich schon ein bisschen hier aus, ja, aber er verläuft sich trotzdem immer wieder. Ja, ja, das. Das Teil ist ganz schön groß hier. Ja. Es verändert sich ja dann auch immer wieder, weil es sich natürlich auch im Laufe der Zeit eben zum Glück entwickelt. Ja, ja, es muss eine Menge getan werden hier. So, damit sind wir wieder. Bei Solas. Bei Solas, haben wir das schon gelesen? Oh, weiß ich. Ich glaube nicht, ja? Nee. Kannst du wieder. Ach, der, den kennen wir doch aus dem ersten Teil, oder? Bruder Genetivi meinst du? Genau. Ne? Ja. Der große Wissenschaftler. Mhm. Okay. Oh, hat eine ordentliche Bücherliste, ja. Tja, wie es eben so ist, ja. Wenn man irgendwas schreibt, beziehungsweise sich mit etwas beschäftigt, dann hat man eine Bücherliste. Nö. Sieht nur so aus. Das schimmert nur so komisch, ja, aber man kann nichts machen, ja, damit. Na gut. Hinaufklettern ist da oben ja machen, oder was? Ist glaub ich nicht. Da ist eine Matratze. Da, oh, ist, da was ist doch zu lesen. Okay. Hat er ja gut versteckt. Ein Fresko habe ich noch gar nicht gesehen. Oh. Und man kann hier wirklich sehr viel lesen. Ja. Unglaublich viel. Ich sehe hier gar keine Fresken. Ach. Ja, merkwürdig. Vielleicht siehst du es mal irgendwann. Ich habe keine Ahnung. Ach, vielleicht sieht es nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass es so schrecklich wichtig ist. Mann. Ja, sieht hübsch aus. Da liegt ja lauter Schrott in der Gegend rum. Schrott? Ja, was ist das denn? Müll. Ja. Bei Schrott denke ich immer an Eisenteile, aber naja. Sieh sich das einer an. Das ist ah, ja wie Vivienne ist da. Er wäre eines Königs würdig. So, hier hinten war doch was. Oder so. Heben wurde von finstern Mächten zerstört. Ach, Zeitungsberichte. Ausrufer. Oh. Na, fast dasselbe. Ja. Gut. Auch interessant zu wissen, was sie da schreiben, ne? Mm. Beziehungsweise ausrufen. Auf jeden Fall war es ja auch geschrieben. Ja, wir werden es auch. Ich speichere jetzt mal. Jede Menge Leute sind hier. Ach Quatsch, das wollte ich gar nicht. Oh. Ah, Inquisitor. Das ist jetzt doch euer Titel, oder? Erinnert ihr euch noch an diesen Krieg, den wir beenden wollten? An die Schurken, die ich mit Pfeilen spicken wollte? Von einem beschissenen Erzdämon war nie die Rede. Andraste, in was bin ich da nur reingeraten? Tja. Wir haben ihn nicht geholt. Wir sind selbst wir ein bisschen sind überrascht. Unschuldig. Außerdem sind wir überrascht, genauso wie du. Ich habe wirklich schon viel erlebt. Aber ja, Korypheus hat mich auch überrascht. Nein. Überrascht ist man, wenn man in Hundescheiße tritt. Niemand sagt, oh, ein Magistergottmonster. Das ist ja meine Überraschung. Unmögliche Dinge sind keine Überraschungen. Wenn ihr mir nicht sagt, was genau das Problem ist, kann ich nichts tun. Das kann doch nur Unsinn sein, oder? Sonst sind wir ziemlich angeschissen. Ich meine, dieser Korifidelus, er ist ein Magister, oder? Angeblich hat er die goldene Stadt geknackt, aber das ist doch Blödsinn. Und wenn nicht? Sitz des Erbauers? Ich bitte euch. Ein Sitz braucht einen Arsch. Also wäre der Erbauer real. Und alle Märchen über den Anfang und das Ende der Welt? Auch alle real. Ziemlich weit hergeholt, oder? Ich will einfach nur dieses Loch am Himmel stopfen, damit ich spielen gehen kann. Korifidelus? So fidel hat er gar nicht ausgesehen, ne? Nö, nee, aber zweifeln ist ja vielleicht nicht schlecht. Ist ja schon fast philosophisch. Ja. Bezeichnet das Ganze nur weiter als Unsinn.
Das wird die Inquisition auf dem Boden der Tatsachen halten. Oh, das kriege ich hin. Ein paar Neinsager mehr könnten euch nicht schaden. Wir kämpfen, das Böse verschwindet, alle beruhigen sich und es kehrt wieder Normalität ein. Eine nette, gut bezahlte Normalität. Gut bezahlt? Nein, ich weiß ja nicht. Ja. Ihr hört euch langsam nicht mehr völlig verrückt an. Ich weiß, erschreckend, was? Ja. Also gut, immer her mit Ihnen. Aber erst brauche ich was zu essen. Ich bin am Verhungern. Eine verrückte Nudel. Ja, aber sympathisch. Jo. Na, da sehen wir, die ist verrückt, aber irgendwie bin ich ganz so sympathisch, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Na, nicht richtig verrückt, aber irgendwie... Es war ein Fehler, Haven als Hauptquartier zu benutzen. Die Stadt war einfach nicht zu verteidigen. Tja, mehr hatten wir ja wohl nicht, ja? Guck nicht mich an. Nee, ach. Nee, hat sie ja recht. Ja, sie hat ja... Das stimmt. Wir hätten früher abrücken sollen. Ihr habt euch selbst angreifbar gemacht. Und zwar aufgrund einer Fehleinschätzung, die euch gewiss nicht noch einmal unterläuft. Doch der Feind hat euch und der Inquisition einen schweren Schlag versetzt. Das müssen wir akzeptieren. Ihr müsst es akzeptieren. Tja. Ich konnte nicht alle retten, kannst du nicht sagen. Für jeden, den ich retten konnte, mussten zwei andere sterben. Ich habe sie im Stich gelassen. Das habt ihr nicht, meine Liebe. Die Männer und Frauen, die für euch kämpften, gaben ihr Leben für eine große Sache und haben bis zum Ende gekämpft. Der Rest kämpft noch immer und wenn ihr jetzt aufgebt, dann lasst ihr sie im Stich. Unsere Feinde rücken vor, Inquisitor. Wir dürfen nicht untätig herumsitzen. Kommt ihnen zuvor und lehrt sie, uns zu fürchten. Ihr könnt die Anführerin werden, die die Gläubigen brauchen, aber ihr müsst euch beeilen. Na ja, Wir werden uns beeilen. Wir werden uns beeilen, aber nicht so, wie du meinst. Na gut, okay. Das Gespräch mit Vivian, wir werden auch mal wieder mit dir sprechen. Hätten wir so dicke Bulle. Da ist Blackwall, wir sind alle. Hier ist Blackwall. Ziemlich, also nicht alle, aber auch ziemlich. Das fühlen noch einige. Ja, ich... Kallen haben wir noch nicht. Cassandra. Das ist also die Himmelsfeste. Ja. Bisschen heruntergekommen, aber große. Kommt, gehen wir die Welle ab. Ich möchte sehen, in welchem Zustand unsere Befestigungen sind. Verrick müssen wir ja auch noch finden. Der ist ja irgendwo auf dem Wellen auch. Der Bulle fehlt auch noch. Den habe ich schon gesehen. Der ist ja unten. Ach, der wir ist auch werden da. Korypheus schon meilenweit kommen sehen. Aha. Er sieht uns auch. Korypheus denkt, wir seien besiegt. Und wenn er uns findet, wird unsere Zahl gewaltig sein. Ich kenne Soldaten. Ich kenne unsere Soldaten. Korypheus hat sich hunderte von Feinden gemacht, als er unsere Tür eingetreten hat. Er soll ruhig kommen. Ich schwöre, ich werde diesen verderbten Bastard erledigen. Und wenn es mich das Leben kostet. Danke. Ich bin euch für eure Unterstützung dankbar. Es ist meine Aufgabe, die dunkle Brut zu erschlagen, oder? Seht, es gibt trotz allem noch Hoffnung. Die Leute scharen sich um euer Banner. Sie glauben an euch. Seid ehrlich. Seid ihr, was sie von euch sagen? Die Auserwählte Andrastes? Wissen wir? Woher soll ich das denn wissen? Ich weiß gar nichts mehr. Keine Ahnung. Ich erinnere mich nur an weniges. Was, wenn sie recht haben? Spielt das überhaupt eine Rolle? Nö. Erkennt ihr denn nicht, was ihr für sie seid? Ohne euch würde sie ihre Verzweiflung auffressen. Genau wie uns alle. Für sie müsst ihr die Gesandte Andrastes sein. Es gibt ihnen Hoffnung. Die Wahrheit ist unwichtig. So ist es. Hört mich nur reden. Eure Zeit ist kostbar und ich habe schon zu viel davon verschwendet. Da geht er und lässt uns einfach hier sitzen. Ja, genau. Wo sind wir hier eigentlich? Ja, gute Frage. Wo ist denn Verrick? Wir sind hier auf links. Ah, guck mal, wir müssen sowieso auf den Werkgängen mit Verrick sprechen. Ja, wie kommen wir da hin? Ich habe auch schon mal besser gestattet. Wie kommen wir denn da hin? Einfach rundum, würde ich sagen. Geht das? Oh, ein Trümmerhaufen nach dem nächsten.
Ja, aber hat irgendwas. Es hat was. Ja, kann man nicht anders sagen. Das kann doch wild was romantisch werden. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ja, hallo, da ist Beric. Na du? Und? Ja. Kommt überall dasselbe. Das sind immer kleine Filmchen. Ja, ja. Inquisitor, das ist Hawk, der Champion von Kirkwall. Wobei ich diesen Titel kaum noch benutze. Hawk, der Inquisitor. Ich dachte mir, vielleicht könnt ihr uns etwas zu Korypheus sagen. Immerhin haben wir beide gegen ihn gekämpft. Dann erzähl mal. Diese Aussicht erinnert mich an Kirkwall. Von meinem Balkon konnte man die ganze Stadt überblicken. Anfangs war ich begeistert. Doch irgendwann sah ich nur noch die Leute, die von mir abhängig waren. Ja. Ja. Seid froh, dass es nur eine Stadt war. Bei mir ist es halb Thedas. Ihr tut, was ihr könnt, um sie zu beschützen. Wird das Ganze irgendwann leichter? Ich fürchte, nein. Ich neide euch nichts, Inquisitor. Aber vielleicht kann ich euch helfen. Varric sagt, ihr hattet schon mit Korypheus zu tun. Ich tötete ihn. Die Grauen Wächter hatten ihn, doch er nutzte seine Verbindung zur Dunklen Brut, um sie zu manipulieren. Er drang in ihre Köpfe ein, machte sie verrückt, hetzte sie aufeinander. Wenn die Wächter verschwunden sind, stehen sie vielleicht wieder unter seinem Einfluss. Das ist aber gar nicht gut. Nee, ist nicht gut. Wenn das mit den Wächtern passiert ist, können wir sie dann befreien? Vielleicht. Aber erst müssen wir mehr wissen. Ich habe einen Freund bei den Wächtern. Er geht dort einer anderen Sache für mich nach. Sein Name ist Stroud. Als wir uns zuletzt unterhielten, war er wegen des Verhaltens der Wächter besorgt. Seitdem nichts. Gut möglich, dass Korypheus hinter ihrem Verhalten steckt. Ist euer Freund mit ihnen verschwunden? Nein. Er versteckt sich in einer alten Schmugglerhöhle bei Kammwald. Wenn ihr nichts von Korypheus wusstet, was wolltet ihr von den Wächtern? Die Templer in Kirkwall benutzten ein seltsames Lyrium. Es war rot. Ich hatte gehofft, die Wächter wissen mehr darüber. Korypheus hatte in Haven Templer bei sich. Sie sahen aus, als wären sie dem Lyrium ausgesetzt gewesen, das ihr beschreibt. Hoffen wir, dass mein Freund bei den Wächtern mehr weiß. Danke für eure Hilfe. Ich mache das ebenso für mich wie für euch. Korypheus ist mein Problem. Ich dachte, ich hätte ihn getötet. Diesmal bringe ich es zu Ende. Inquisitor? Okay, das war's denn. Oder? Nee. Willst du es noch? Hm? Wir müssen noch mal mit ihm sprechen, also. Das ist alles die ganze Körpersache. Wir können ja noch mal mit ihm sprechen, darüber jetzt nicht, würde ich sagen. Na gut. Wir müssen mit allen Leuten sprechen, wir werden noch ein paar Mal später. Wir treffen uns in Kammwald. Genau. Der ist weg. Wir werden ihn in Kammwald treffen. Außerdem diese Kirkwall-Geschichte. Ich war Kirkwall, das ist... Naja, egal. Es ist nicht so wichtig für diese, für dieses Ding hier. Aber nicht wir unbedingt, nee, hast recht. Und die Gesprächsoptionen sind auch nicht immer weg. Du kannst sie nochmal ansprechen. Und dann hast du wieder die neuen, wieder dieselben Optionen. Problem ist immer, weiß ich, was man schon gefragt hat manchmal, weil sie nämlich mal oft nicht weg sind, obwohl man sich schon mit denen geführt hat. Ja, das ist immer das Problem, dass so, wir manche haben Gesprächsoptionen weg sind, nachdem man sie wie wir hatten, ja. genutzt hat. Ja. Nix von wegen nee, Schnellreise. Noch nicht aktiviert. Tja. Nicht in Ordnung. Bitte, wo bitte oh, sieht toll aus, eigentlich, die Landschaft runter? So ringsherum, ja? Ja. Um diese Festung. Ja, gar die nicht schlecht gemacht. Haben sie toll gemacht. Ja, finde ich auch. Wow. Wunderschön. Okay. Oh, und der Wald sieht auch ganz gut aus. Ja. Hier könnt oh, hier kann man runterlaufen. Wieder runterlaufen. Ja. Einfach atemberaubend. Wie konnte ein Ort wie dieser nur in Vergessenheit geraten? Eben. Finde den Schmied, das werden wir schon noch machen. Hey, wer ist das denn? Ist nicht Harding? Danke euch. Späherin Harding. Euer Gnaden?
Ist irgendwas vorgefallen? Sucherin Cassandra ist hier vorbeigekommen. Sie sah aus wie eine Gewitterwolke. Das ist nichts. Das ist aber nur ihr Gesicht, oder? Ist irgendwas vorgefallen? Botschafterin Montelier hat mir einen Korb mit Blumen geschickt, um mir für meine Verdienste für die Inquisition zu danken. Sie ist so reizend. Ja, stimmt. Ist irgendwas vorgefallen? Derek war hier, um zu plaudern. Er hat mir eine Geschichte über Ringelblumen aus Kupfer erzählt. Also, wer ist Späherin Harding wirklich? Ich? Ich bin niemand. Ich habe mein ganzes Leben in der Nähe von Radcliffe gelebt, habe Schafe für meine Nachbarn gehütet. Als die Inquisition durch mein Dorf kam, habe ich ihr geholfen, indem ich ihr alles erzählte, was ich über die Gegend wusste. Dann habe ich mich verpflichtet. Ich wollte die Welt sehen, bevor sie dieses Ding da draußen verschlingt. Solltet ihr nicht da draußen sein und irgendwas ausspähen? Bald. Wir frischen auf der Himmelsfeste unsere Vorräte auf und wechseln ein paar Leute aus. Mich leider nicht. Bin unentbehrlich. Tschüss. Na gut. Na gut, mit ich diesem Gespräch werden wir jetzt Schluss machen. Schon wieder. Ja, wir haben die Zeit erreicht. Vielleicht schaffst du es dann irgendwie Cassandra, den Bullen und so weiter und Cole. Cassandra, Bullen, Cole und Kallen fehlen uns noch. Na, ich glaub, dann sind wir durch, würde ich sagen. Ja, müssen wir noch drüber nachdenken. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss.